Hi Leute, heute geht es um Bewegung. Und zwar wollte ich mal von meinem letzten Wochenende erzählen. Ich bin jetzt gerade im Harz unterwegs und vorher war ich aber das Wochenende in Schlüchtern zuerst. Und zwar gebe ich schon ein bisschen länger über eine Firma, Cityskate heißen die, Inlinerkurse. Das ist meistens an Grundschulen, so 1. bis 4. Klasse. Im Prinzip kann die Kurse auch jeder buchen. Also wenn euch das interessiert, ich verlinke auch den Link einfach mal unten drunter. Aber auf jeden Fall an dem letzten Wochenende war jetzt, einmal hatte ich wieder 2 Kurse am Freitag. Da steht man immer ja 4 Stunden auf Skates, beziehungsweise oft sind es 2 Kurse am Tag, sind immer 2 Stunden Kurse oder 3 Kurse am Tag. Genau. Und jetzt am Wochenende war es aber so, hatte ich erst Freitag 2 Kurse und Samstag war dann noch ein Videodreh für eine App. Und zwar geht es da um Bewegung an Schulen. Für Schulkinder einmal, beziehungsweise die App ist kostenlos, könnt ihr euch einfach downloaden. Der Link ist auch unten drunter. Und zwar geht es darum, einfach einmal um Verkehrssicherheit, dass die Kinder einfach sicher in die Schule kommen können, dass sie eine gewisse Motorik entwickeln und eine gewisse Sicherheit einfach auf einmal Inlinern, Roller und Waveboards noch. Das sind so die 3 Sachen, wo wir Kurse geben. Und wenn euch das ein bisschen genauer interessiert, wie die Arbeit da so ausschaut, ich hatte auch schon mal ein Video drüber gemacht, verlinke ich in der Infobox, dann könnt ihr da einfach reinschauen. Aber jetzt zu der App und zur Bewegung im Allgemeinen. Also da hatte ich auch ein paar Tricks aufgenommen und die App, ich blende hier mal kurz ein, könnt ihr mal hier, um einen kleinen Einblick zu bekommen. Da sind dann eben die einzelnen Schritte immer, die einzelnen Übungen ganz kurz erklärt. Bei der WeWoUp App kann man sich als Nutzer die Tutorials aufrufen, beispielsweise zu den Bereichen Waveboard, Scooter oder Inlineskates. Ich finde es einfach so wichtig, dass gerade Kinder sich mal wieder mehr bewegen. Es ist heutzutage wirklich, dass man sich kaum noch bewegt. Vor 100 Jahren, wenn man sich mal überlegt, haben wir uns noch unvermutlich das 100-fache am Tag bewegt. Jeden Weg ist man einfach gegangen, wenn man irgendwo, sei es Wasser holen oder irgendwo im Garten was machen. Man war nicht so lange gesessen, wie wir heutzutage. Wir hatten noch nie diesen Komfort, es hatte nicht jeder ein Auto, es hatte nicht jeder ein Fahrrad und so weiter. Und man sieht es ja auch an den Krankheiten. Ernährung ist ein Riesenpunkt, was Krankheiten anbelangt, aber Bewegung ist genauso wichtig. Ich habe auch immer wieder festgestellt, Leute, die sich viel bewegen, die können einen Haufen Schrott essen und vertragen das viel besser, die sind viel besser im Fluss. Es geht alles viel besser durch. Das heißt, man altert zwar trotzdem weiter, wenn man viel Sport macht und sich schlecht ernährt, aber man wird zumindest nicht krank, weil der Körper wieder die Energie hat, um das Ganze, was man zu sich nimmt, zumindest loszuwerden einigermaßen. Und das ist eben der wichtige Punkt. Und heutzutage auch, wenn man das bei Kindern sieht, eigentlich können Kinder gar nicht dick werden. Und heutzutage gibt es fettleibige Kinder, es gibt Kinder mit Diabetes. Früher hieß es Altersdiabetes. Heutzutage gehen die Krankheiten, die tauchen jetzt schon bei Kindern auf, die früher erst im Alter aufgetreten sind. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man sich mal überlegen, wie extrem das geworden ist. Deshalb finde ich Bewegung so unglaublich wichtig. Und da geht es auch nicht darum, dass man einen Wettkampf draus macht, sondern da geht es um ganz leichte, entspannte Bewegung. Man kann auch während Bewegung entspannen. So Aktivität und Entspannung ist kein Widerspruch. Und das ist unglaublich wichtig, weil viele pushen sich dann auch im Sport so, dass das völlig unter Anspannung stattfindet. Das ist wie, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr auf dem Zahnarztstuhl hockt, eine halbe Stunde nichts gemacht, total inaktiv gewesen, nur auf einem Stuhl gehockt, aber danach seid ihr einfach durchnässt und seid irgendwie durchgeschwitzt und völlig unter Anspannung. Und danach lässt du die Spannung wieder langsam los und hört auf. Und das ist eben der Punkt. Man sollte wieder dahin kommen, dass man sich eben wieder aus Freude und Spaß bewegt und aktiv ist und nicht einfach nur
sich unter Druck setzt und anspannt und irgendwas macht. Und es sind schon so ganz einfache, simple Dinge. Mach irgendwas, was dir Spaß macht. Tanz, keine Ahnung, dreh morgens Musik auf. Oder fahr eben mit Inlinern, mit dem Roller, mit dem Waveboard, mit dem Fahrrad zur Schule. Und es ist unglaublich wichtig, dass unsere Kinder das wieder in den Alltag integrieren. Auch wenn ich das sehe, ich hatte sonst auch Fußballkids trainiert. So. Und im Ort, ich sehe kaum ein Kind mehr auf der Straße. Ich war selber immer jeden Tag nach der Schule draußen, irgendwie auf dem Bolzplatz, bewegt, irgendwas gemacht. Und heutzutage siehst du kaum noch Kinder auf der Straße. Und wenn, bei mir im Ort zum Beispiel, waren es immer dieselben. So, das waren irgendwie 10 Kids vielleicht vom Fußball und die hat man immer auf der Straße gesehen, weil die sich auch immer bewegt haben. Und viele heutzutage in Ganztagsschulen oder müssen dann Hausaufgaben machen nachmittags. Bewegung ist so unglaublich wichtiger Ausgleich. Und dann wundert man sich eben, wenn Kinder nicht mehr ruhig sitzen können. Das ist unglaublich wichtig. Du kannst ja auch mal gern probieren, ein paar Tage dich absolut nicht zu bewegen. Viele kennen das vielleicht aus dem Krankenhaus, wenn sie mal irgendwie lahmgelegt waren mit einem Bruch oder irgendwas. Wenn man sich nicht bewegt, diesen Bewegungsapparat, wie es auch schon heißt, dann wird man einfach nur krank. Es ist nicht so, dass man irgendwas kaputt macht und sich irgendeine Energie aufsparen muss. Wenn du dich nicht bewegst, wirst du krank. Und Bewegung ist eben ein unglaublich wichtiger Punkt. Das wollte ich heute nur mal wieder erwähnen. Also macht jeden Tag irgendwas. Geht mit dem Fahrrad zum Einkaufen, geht spazieren, parkt das Auto weiter weg, nehmt die Treppe, eine Haltestelle eher aussteigen, all solche kleinen Dinge, die unglaublich helfen. Und dann ist man auch wieder, ja, man ist viel leistungsfähiger, man kann wieder viel mehr machen. Also, ich hoffe, das hat euch ein bisschen inspiriert, da wieder ein bisschen mehr zu machen. Und ja, wenn ihr zum Beispiel Inliner fahren lernen möchtet, wie man richtig bremst, Tricks und auch schwerere Tricks, die sind zum Beispiel in der App, genauso wie mit Rollerfahren, Waveboard. Schaut da einfach mal rein, wenn euch das interessiert, wenn ihr das lernen möchtet und es in den Alltag integrieren möchtet. Und ansonsten nehmt euch am besten jetzt gleich einen Stift zur Hand. Schreibt ihr mal auf, hey, was möchte ich jeden Tag integrieren in den Alltag? Unglaublich wichtiger Punkt. Dreh morgens Musik auf und tanz, egal was. Balanciere über den Bordstein. Ganz simple Sachen. Entdeckt wieder die Freude und den Spaß an Bewegung. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao. Danke. Cool.